Ja, wir sind jetzt wieder zurück und wir gucken jetzt, dass wir vielleicht den Planeten voll ganz befreien hier. Aber diesmal ist es anscheinend nicht Cerberus, die die Zivilisten Ich hätte hier gedacht, du hättest mehr bedroht und Verständnis für abschlachtet jemanden, der sogar. zu Cerberus geht. Aliens waren doch Es noch kann nie natürlich sein, dass die Geth Ja, oder ich die habe mich Reaper gefragt. da irgendwie auch vertreten sind. Mal gucken. Naja, das war wohl auf einem anderen Planeten. Ja, also es gibt immer mehr zu tun. 50% haben wir da schon geschafft. Ab zum Massenportal. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier tun können. Cerberus Jägerbasis. Treibstoffreaktoren. Was? Nee, da gibt's wohl keine Ahnung, wo die andere Menschensiedlung bedroht wird. Aber dann gehen wir einfach trotzdem mal wieder zu den Geth. Bringen dann entweder mal die Server down oder gucken mal, was wir da noch erledigen können. Oder sollen wir erst ihre Basis zerstören? Ach, zerstören wir erstmal die Reaper-Basis. Das ist doch ein klares Zeichen dann. Gute Tali muss da dabei sein, okay. Dann nehmen wir da auch mal James mit. Mal gucken, was wir da dann reißen können. Wir warten hier, bis Verstärkung da ganz aufgewertet werden kann. Und höhere Distanzen. Ja, machen wir es doch mal so. Ups, da haben wir jetzt auch nicht genug. Okay, dann geht's direkt los. Der Synthlaser benötigt Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang. Basis anvisieren, bevor die Geth Widerstand organisieren können. Was ist mit Ihnen? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert. So was können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der Geth sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Sie kennen Ihre Grenzen. Ich vertraue Ihnen. Mich besorgt eher, dass Sie mir nichts von den Upgrades erzählt haben. Diese Verbesserung hat Kernprozesse verändert. Wir wussten nicht, wie Sie darauf reagieren würden. Sie haben sich geschämt. Wir waren nicht sicher, ob Sie pragmatisch genug wären, um den taktischen Wert dieser Verbesserungen zu erkennen. Ich bin auf Ihrer Seite, Legion. Ich will Ihrem Volk helfen. Wir sind nicht Legion. Ersparen Sie mir das. Sie waren mein Freund. Ich habe Ihnen geholfen, die Heretics zu vernichten. Und dann sind wir gestorben. Ja. Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Klar. Legion, viel Glück. Bestätigt. Der gute alte Legion. Ich kann es kaum glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel und die Felsformationen? Darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Wenn wir fertig sind, können Sie vielleicht ein neues verfassen. Das ist Drannoch, die Welt unserer Vorfahren. Unsere Körper trugen die Saat, die das Wüstengras verbreitete. Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe. Vielleicht schon heute. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich was wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel, aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben.
immerhin ein Anfang. Killa, Silla. Aber nicht hier mit dem Gas. Schon wieder so schnell mit den Granaten, ey. Ich glaub echt nicht. Wir kommen mittlerweile schon gut zurecht, auch wenn ich mal auf der Normandy mal ein paar Upgrades mir holen will. Ich denke, es geht bestimmt noch wie in den letzten Teilen. Und da kann man sich schon noch ein bisschen Verteidigung, ein bisschen Schild holen. Was ziemlich, also ziemlich gut wäre. Ja, später werden wir natürlich auch gegen schwerere Gegner kämpfen. Gegen stärkere. Und dann ist es natürlich gut, wenn wir dann noch besser ausgerüstet sind. Die Skills, die kommen ja mittlerweile auch wieder von selber so langsam von mir. Ist natürlich vom Gameplay nicht so der große Unterschied zu Mass Effect 2. Aber ich finde, wir kommen doch schon gut zurecht. Gut. Der Weg ist schon mal freigeräumt. Wow. Das war ja wohl klar. Oh, verdammt. Die lassen uns nicht so schnell hier rein. Scheinen alles andere als Nomaden zu sein. Die scheinen zwar immer gut rumzukommen, aber da wo sie sind, da lassen sie sich auch nicht so leicht vertreiben. Sie müssen zur oberen Ebene gelangen, bevor Geth-Einheiten ihre Stellungen verstärken können. Wir sind unterwegs. Hier Admiral Garen. Wir werden von einer Geth-Jägerstaffel bedrängt. Patrouillenflotte, ziehen Sie Abfangjäger ab. Wir dürfen die schwere Flotte nicht verlieren. Können wir vielleicht da hoch? Ah ja, sieht das so aus. Ja, die Türen machen sie uns natürlich nicht auf. Aber zum Glück können wir da vielleicht noch einen Umweg nutzen. Hier zum Beispiel. Und natürlich fangen sie auch diesen Angriffsversuch möglichst bald ab, zumindest versuchen sie das. Auch wenn sie darauf natürlich nicht so eingestellt sind. Ah, das war ja klar, dass da noch mehr kommt. Oh, verdammt. Oh, da habe ich zu spät reagiert. James, was machst du da? Oh, voll vorbei, Shepard, was ist da los? Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich doch da lang, wo unsere Kollegen auch schon waren. Aber das ist der einzigste Weg hoch. Was gibt es denn hier noch? Genau diese ganze Upgrades, die wir freischalten, die können wir dann auch noch wirklich dann auf der Normandy wahrscheinlich einsetzen. Jetzt frage ich mich, wo wir weiterkommen. Natürlich da lang.
Und... Ne. Noch weiter. Okay. Zum oberen Eingang. Wie es uns schon gesagt wurde. Gleich Barf und dann ist schon der erste erledigt. Hoffentlich kommt Legion gut voran mit dem Flugfahrzeug. Boah. Boah, das war verdammt knapp wieder. Boah, ey. Wow. Ach, verdammt. Ach, komm. Verdammt. Wie oft können die denn noch hintereinander schießen? Ohne Witz. Los, wir müssen da rein, bevor sie Verstärkung schicken. Ja, das ist gar nicht so leicht. Ja, jetzt gehe ich mal hier ein bisschen auf Risiko. What the? Ich würde mal sagen, das hat einigermaßen funktioniert. Auch wenn es ein bisschen knapp wurde noch. Jawohl. Jetzt geh mal da hoch. Jetzt geh doch da mal in Deckung, Shepard. Als Fernkämpfer sind die Raketen. Typ ist natürlich nicht so stark. Zum Glück. Shepard Commander, feindliche Gäste fahren einen Schild über der Basis hoch. Dann müssen wir uns beeilen. Wie lange würde es dauern, da durchzukommen? Länger als die Gäste uns geben werden. Wir haben oben auf den Gästverteidigungsanlagen eine Steuerung entdeckt, die den Schild deaktivieren kann. Hat jemand sich das Ding ordentlich ansehen können? Es sah anders aus als der Rest der Verteidigung. Oh, jetzt müssen wir natürlich auch das mal aufmachen, dass wir überhaupt wieder an ihre Basis rankommen können. Und jetzt müssen sie vielleicht allein unter Kuppel, aber wir verkuppeln sie. Haha, nein. Da kommen welche von oben! Oh, es sind ziemlich viele. Zum Glück keine Raketen. Ja. Also meine Skills sind irgendwie nicht so konstant. Manchmal stelle ich mich auch ein bisschen blöd an. Jetzt beeil dich mal, Shepard. Darf doch nicht so lange dauern. Ich lade, glaube ich, gerade zu oft nach. Ja, es hat da so viele Schüsse in dem Magazin. Hundert Schüsse im Magazin. Ich lade so schnell nach, ey. Achtung! Holzfeuer von linkem Balkon! Winde waren ziemlich gut. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ah, okay, jetzt im Override. Ach, geh doch in Deckung. Komm schon hoch, Raketenschütze. Boah. Wow.
Wir schaffen es schon. Wie ist Ihr Status? Die System-Upgrades der alten Maschinen haben uns die Störung der Sicherheitsroutinen ermöglicht. Wir bremsen sie aus. Weitermachen. Wir rücken zur Schildsteuerung vor. Mit Reaper-Upgrades die Reaper bekämpfen. Ihr Geth-Freund ist entweder ein Genie oder wahnsinnig. Dieses Ding ist nicht mehr Legion, Shepard. Ich glaube nicht, dass wir ihm vertrauen können. Und ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Stimmt wohl. Admiral Garrel an alle Schiffe. Wir haben Fregatten mit Kurs auf die Zivilflotte. Ran, halten Sie die Zivilisten Information. Wir dürfen die Lebensschiffe nicht verlieren. Ja, Dali hier mit der Schrotflinte. Dann das sind sie schon so weit vorne. Was ist das? Ist das die Produktion ihrer Kämpfer? Scheint mir nämlich was zu sein. Was gibt's denn hier? Können wir leider nichts tun. Und okay. Wohl eine Art Aufzug. Hä? Sind wir da in die falsche Richtung gegangen? Da waren wir doch schon. Okay. Okay, ich habe den Override betätigt. Wir haben Systemzugriff und umgehen die Sicherheitsmaßnahmen. Bereithalten. Ja, das sehen wir dann im nächsten Part, wie wir hier überleben. Tschüss.